was für eine Show präsentierten die Fantastischen Vier am Dienstagabend in der Lanxess Arena in Köln und sorgten mit einem Mix aus altbekannten und neuen Hits für einen wahren Abriss. Die Hip-Hop-Kombo aus Modo, Michi Beck, and Y und Thomas D. ist nun bereits seit 30 Jahren auf den Bühnen der Republik unterwegs. Müde sind die Jungs aber keinesfalls. Denn auf ihrer Get Them Fantastic On Tour Tour hielten die Stuttgarter jetzt in Köln und spielten vor einer nicht ganz ausverkauften Arena und zeigten, dass sie alles andere als alte Hasen im Showbusiness sind. Hallo Köln. Endlich kommt hier mal Schwung in die Stadt, stichelte Michi Beck mit einem Hauch Ironie direkt zur Begrüßung. Schön, wieder hier zu sein. Und auch Thomas D. wirbelte über die Bühne wie ein junges Reh, tanzte und hüpfte von links nach rechts und warf die Hände in die Luft. Smude stand ihm in seiner Wortakrobatik in nichts nach. And Y rappt, Publikum rastet aus. Als der sonst so zurückhaltende End Y im Song Aller Anfang ist yeah einen Part rappte, rastete das Publikum völlig aus und bejubelte ihn lautstark. Und natürlich ließ sich die Menge nicht einfach nur berieseln, sondern rappte altbekannte Songs wie Troy, Ernten was wir sehen und mit freundlichen Grüßen lauthals mit. Smudo rief ins Publikum Nazis raus. Für den absoluten Höhepunkt, wie ihn die Jungs betitelten, hatte Thomas D. sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Für die da zog sich der 50-Jährige die Originalbrille von 1992 auf. Jetzt sehe ich aus wie auf dem Bravo-Cover, witzelte er und setzte sich feierlich die weiße Sonnenbrille auf. Kurz wurde es aber auch etwas ernster. Nazis haben hier keinen Platz. Leute, wählt nicht die AfD. Kurz, Nazis raus, rief Smudo ins Publikum und stimmte gebt uns ruhig die Schuld an. Am Ende eskalierten die Stuttgarter Jungs dann in einer einzigen Party. Scheißt auf Champagner, trinkt zusammen Kölsch, meinte Smudo und sang die ersten Zeilen von Zusammen. Spätestens bei der Zugabe war dann allen Fans klar, wir bleiben treu.